Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin Chris und ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast, denn du hast sicherlich Fragen zur neuen Solarbank 2E1600 Pro aus dem Hause Anker. Denn die habe ich heute mal hier und die checke ich heute für euch. Mit dem Erweiterungsspeicher und dem Smart Meter. Und über den Smart Meter wollen wir heute nicht nur allgemein sprechen, sondern auch mal gucken, wie der angeschlossen wird. Wir schauen heute mal in den Zählerschrank rein. In diesem Sinne, like gerne das Video, abonniert den Kanal und ich freue mich auf euch. Auf geht's! Aber falls noch nicht geschehen, dann diesen Kanal jetzt abonnieren, die Glocke aktivieren, um keine weitere Folge mehr zu verpassen. Vielen Dank für deine Unterstützung. Und wenn du dir die Frage stellst, was diesen Kanal hier so besonders macht, dann sage ich dir, wir haben in den letzten Jahren viel Erfahrung gesammelt zum Thema Balkonkraftwerk. Wir haben Wechselrichter getestet, wir haben über die Nulleinspeisung geredet, wir haben die Nulleinspeisung umgesetzt. Und Anker bringt jetzt ein System auf den Markt, was so alles kombiniert. Nulleinspeisung integriert, ihr müsst euch keine Gedanken mehr machen, eine tolle App und so weiter und so weiter und so weiter. Wir reden gar nicht weiter um den heißen Brei herum. Ich stelle euch das System einmal vor, bevor wir dann an den Zählerschrank gehen und uns dort die Smart Meter Integration im Detail einmal anschauen. Wenn ich jetzt den Ofen einschalte, dann speist die Batterie volle 800 Watt in das Haus ein. Dank dem Solarpaket 1 können wir jetzt natürlich die 800 Watt nutzen, was mich persönlich sehr, sehr freut. Und wenn ihr dann mal in die App schaut, dann seht ihr das, bam, 800 Watt und da wollen wir ja hin. Und jetzt schauen wir uns die Solarbank 2 mal im Detail an, denn die habe ich mir in dem Schuppen aufgestellt. Also, kommt mal mit. Wie ihr seht, die Kabel habe ich auch schon alle sauber verlegt. Kommt mal rein. Hier ist einmal das gute Stück aus dem Hause Anker, Solarbank 2E1600 Pro. Das ist die Hauptstation mit dem integrierten Wechselrichter. Ja, wirklich, es ist kein Wechselrichter mehr da, ihr werdet es sicherlich kennen. Der eine oder andere hat den dann irgendwo hier integriert. Guckt mal hier oben hin, ich hatte früher einen Wechselrichter hier, brauche ich nicht mehr. Denn heute ist alles hier drin und das ist wirklich klasse. Und wie ihr seht, das Teil läuft. Richtig cool hier mit der Bluetooth-Konnektivitätstaste. Hier könnt ihr das Ganze ein- und ausschalten. Und daran erkennt ihr auch, ob das System läuft oder nicht. Wir haben hier die 4 MPPT-Trecker. Kommen wir einmal rum. 600 Watt je Ausgang, wie gesagt 4 Stück insgesamt. 2400 Watt könnt ihr hier einspeisen. Gesetzlich geregelt, ihr wisst es in Deutschland, 2000, da habt ihr noch ein bisschen Spiel nach oben, aber wie gesagt, gesetzlich 2000, aber ihr könntet natürlich mehr. Hier haben wir die Ausgänge und hier können wir jeweils ein Modul anschließen und das bedeutet sogar, durch die 4 MPPT-Trecker könnt ihr die Solarmodule hinstellen, wie ihr wollt. Ihr seid völlig unabhängig, finde ich richtig stark. Solarbank 2 E1600 Pro 1,6 Kilowatt könnt ihr mit 5 Erweiterungsspeichern bis zu 9,6 Kilowatt hochstecken. Finde ich richtig cool, innovativ. Wir haben hier die neueste Speichertechnologie, Lithium-Eisenphosphat, bis zu 6000 Ladezyklen, was ziemlich heftig ist. Eine rechnerische Lebensdauer von ungefähr 15 Jahren und Anker gibt euch 10 Jahre Garantie auf die Speicher. Und warum ich mich ausgerechnet für diesen Standort entschieden habe, ist ganz einfach. Schaut euch um, wir sind hier in meinem Schuppen, weil ich einfach ein Dach über dem Kopf haben wollte. Ihr könnt aber jeden beliebigen Standort wählen. Auf dem Balkon, im Garten, auf der Terrasse, völlig egal. Denn dieses Gehäuse ist strahlwassergeschützt. Und das ist ziemlich cool. IP65. Und auch wenn man mal so rüber geht mit der Hand, ja, da kommt kein Wasser durch. Also wirklich, das ist alles sehr, sehr, sehr hochwertig. Ich bin überzeugt, dass wir hier ein massives Produkt haben. Und Kälte ist mit diesem System auch kein Problem mehr. Denn Anker hat sich wirklich Gedanken gemacht. Die Solarbank 1 hatte letztes Jahr noch keine wirkliche Heizung integriert. Ich habe auch schon mit dem Nachbarn gesprochen, der zu mir gesagt hat, hey komm Christian, du musst auf jeden Fall die Solarbank 2 im Winter reinholen, sonst geht sie dir kaputt. Und ich sage, nein, muss man nicht, denn wir haben hier eine integrierte Heizung, die bei Minus oder bei 0 Grad anspringt und so die Ladezyklen am Leben hält. Heißt, die 6000 Ladezyklen, die uns hier von Anker garantiert werden, 10 Jahre Garantie durch Anker, 15 Jahre rechnerische Lebensdauer, das sollte alles kein Problem sein. Mein persönliches Highlight ist hier einmal die integrierte Steckdose. Da könnt ihr ein Gerät bis 1000 Watt betreiben. Hier exemplarisch habe ich euch mal was mitgebracht. Stecke jetzt einmal ein Gerät zum Laden an. Und ihr seht, das funktioniert. Und jetzt denkt ihr euch, ja toll, ich habe die Solarbank da ja oben angeschlossen, warum sollte das nicht funktionieren? Nein, diese Solarbank ist inselbetriebsfähig
Und das bedeutet, dass ihr nicht an eure Stromleitung ran müsst. Ihr könnt jetzt die Solarbank irgendwo auf dieser Welt aufstellen, 4 Panels ran und dann könntet ihr eure Geräte damit betreiben. Finde ich richtig cool. Dieses System produziert 2324 Kilowatt im Jahr. Das ist ein Ersparnis von 902 Euro bei 40 Cent die Kilowattstunde. Also wer da nicht spart, weiß ich auch nicht. Guck auf deine Stromrechnung, was hast du letztes Jahr bezahlt, zieh 902 Euro ab und du weißt, das System rentiert sich ziemlich schnell. Und zwar amortisiert sich das System schon nach 4,4 Jahren. Also wenn das nicht heftig ist, dann weiß ich auch nicht. Ich möchte jetzt nochmal kurz auf die App eingehen, weil ich finde, die ist wirklich sehr, sehr gut gelungen. Ihr habt hier einmal das Häuschen schön grafisch dargestellt. Ihr seht hier einmal den Netzbezug oder auch was ihr in das Netz einspeist. Die Solarbank mit eurem Speicher richtig schön grafisch dargestellt. Das Modul, was den Ertrag an eurer Solarbank sendet. Und natürlich auch, wie der Eigenbezug des Hauses ist. Das seht ihr alles auf einer Seite. Finde ich richtig, richtig cool. In der Animation aktuell sehen wir ganz genau, wie der Strom fließt. Und zwar aus dem Panel wird durch die Sonne generiert einmal der Strom, wird weitergeleitet an die Solarbank. Die Solarbank ist komplett gefüllt zu 100%, benötigt keine weitere Energie mehr und gibt die 800 Watt weiter an das Haus. Aktuell benötige ich hier in meinem Beispiel 198 Watt. Wir sehen es ganz genau, 603 Watt Überschuss gehen in das Netz. In der App habe ich die Möglichkeit, mir einmal Informationen zur Solarenergieerzeugung anzuschauen. Und zwar im Tag-, Wochen-, Monats- oder Jahresrhythmus. Genauso kann ich mir auch anzeigen lassen, wann ich wie viel Energie verbraucht habe. Interessant finde ich auch die Darstellung der Speicherentladung. Dort kann ich ganz genau sehen, dass ich von 0 bis 6 Uhr ganz konstant ins Haus eingespeist habe. Kurz nach 6 ist Sonnenaufgang und der Speicher freut sich, denn dieser wird wieder aufgeladen. Zum Release hat Anker so richtig geile Angebote rausgehauen. 3 verschiedene Setmöglichkeiten, schaut einfach mal rein, da ist für jeden was dabei. Wollt ihr dennoch ein bisschen unabhängiger sein und selber entscheiden, könnt ihr auch euer Set individuell zusammenstellen. Aufgepasst, nur noch bis zum 10. Juni läuft die Aktion mit dem Gratis-Smartmeter, der 22% Rabatt und der dreifach Anker-Credits. Anker Solix zielt darauf ab, unseren Planeten wieder in Richtung Nachhaltigkeit zu lenken, indem sie es jedem ermöglichen, Solarenergie zu nutzen. Deshalb haben sie 2000 Quadratmeter Wald gespendet, um Mutter Natur etwas zurückzugeben. Werde auch du Eco-Partner, verdiene Solarcredits und hilf mit, mehr Waldgebiete zu schützen. Gemeinsam für eine grünere Zukunft. Mehr erfährst du in der Videobeschreibung. Entdecke auch du, wie Anker Solix mit seiner Spitzentechnologie die Zukunft der Balkonkraftwerke mit Speicher in der Branche anführt. Oder ihr habt vielleicht schon Panels, dann nehmt doch nur die Solarbank 2. Warum nicht? Lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe mich jetzt hier einmal für das IBC-Panel entschieden, 445 Watt, 30 Jahre lang eine 88,8%ige Leistungsgarantie. Wir haben einen Wirkungsgrad von 25%, das ist ziemlich stark. Und die sehen auch noch schick aus. Full Black, kein Raster, also nicht dieses Raster, wie ihr es kennt, vielleicht mit den Streifen, sondern ihr guckt, die sind schwarz, also richtig nice. Und wem IBC nichts sagt, das ist die aktuell fortschrittlichste PV-Technologie, die es gibt auf dem Markt. Anker bietet verschiedene Aufstellmöglichkeiten, egal ob auf dem Balkon, im Garten, wie ich es gemacht habe, hier auf der Auffahrt oder sogar auf dem Dach. Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, schaut einfach mal rein, wählt euch das Passende aus, wie ihr es haben möchtet. In meinem Fall habe ich mich jetzt hier für die Bodenhalterung entschieden. 2,5 mm dickes Aluminium. Das ist sehr, sehr massiv tatsächlich. Da sind einige Schrauben dabei. Ihr müsst nichts dazu kaufen. Werkzeug ist dabei, ein Schraubenzieher, ein Schraubenschlüssel. Damit könnt ihr das alle in Hand umdrehen. Selber do-it-yourself aufbauen. Und was ist mit dem Zubehör? Muss ich noch was extra kaufen? Und ich sage, nein, müsst ihr nicht. Denn Anker hat an alles gedacht. In dem Zubehör war so einiges dabei. 8x 3 Meter MC4-Kabel. 1x5 Meter AC-Kabel, diverses Montagematerial, ihr braucht wirklich nichts kaufen, das ist alles mit dabei. Und der Smartmeter, also ein vollumfängliches Paket, womit ihr sofort loslegen könnt. Achtung, an den Stromzähler oder an den Zählerschrank nur geschultes Personal. Also holt euch da bitte Hilfe und versucht da nicht irgendwie was zu machen. Hier nochmal der Hinweis, nur noch bis zum 10. Juni ist der Smartmeter for free. Bei der Solarbank 1 war es noch so, dass du in der Anker Solix App selber regulieren musstest, wie viel Energie dein Haus zu einer bestimmten Uhrzeit benötigt. Darüber brauchst du dir in Zukunft jedoch keine Gedanken mehr zu machen, denn Anker führt mit der Solarbank 2 die Smart Meter Integration ein.
Der Smart Meter misst nun die benötigte Energie deines Hauses und zieht sie sich aus der Solarbank. Ich weise darauf hin, dass die Installation nur durch eine Elektrofachkraft durchgeführt werden sollte. Dieses Video dient nur der Veranschaulichung. Die Installation des Smart Meters am Sicherungsschrank habe ich natürlich nicht selber durchgeführt. Nehmt es mir bitte nicht übel, wenn ich hier nicht mit Fachbegriffen um mich werfen kann. Ich versuche es euch so einfach wie möglich zu veranschaulichen. Jetzt erkläre ich euch, wie das Smart Meter angeschlossen wird. Wir haben hier einmal L1, L2 und L3. Die Adern kommen hier aus dem Sicherungskasten. Das Ganze ist einmal L1, L2, L3 durchkontaktiert und beginnt dann wieder mit L1, L2 und L3. Der Neutralleiter, hier das blaue Kabel, wird einmal mit der Neutralleiterklemme verbunden. Das schwarze Kabel geht zu den Magnetklemmen. Die sind dafür da, um den Strom an den Hauptadern zu messen. Hier sehen wir jetzt in meinem Stromkasten die einzelnen Phasen. In Grau L1, L2 und L3. In Blau der Neutralleiter, auch spannungsführend wie L1 bis L3. Und einmal den Schutzleiter hier in Grün. Die Magnetklemmen des Smart Meters wurden hier an den braunen Kabeln befestigt. Die gehören zur Phase L1, L2 und L3. Diese messen nun die einzelnen Phasen. Hier ist zu beachten, dass die Messklemmen nicht direkt an die einzelnen Stränge angeschlossen werden, sondern direkt an die Hauptadern. Alles andere würde das Messergebnis verfälschen. Solltet ihr die Messklemmen falsch herum angeklemmt haben, bekommt ihr automatisch einen Hinweis in der App, und zwar den Fehler 35. Ihr habt auf den einzelnen Messklemmen Pfeile. Achtet darauf, dass diese Pfeile richtig angebracht sind. Der Smart Meter verfügt über einen Ein- und Ausschalter. Wenn wir ihn starten, beginnt er automatisch mit der Suche nach der Enka Solix App über Bluetooth. Jetzt müssen wir nur noch die Solarbank 2 in der Enka Solix App aufnehmen und die Nulleinspeisung kann beginnen. Lasst uns die Highlight nochmal gemeinsam zusammenfassen. Wir haben einen Wechselrichter in einer Solarbank integriert. Wahnsinnige 2400 Watt Eingangsleistung und 4 MPPT-Trecker. Wir können die Erweiterungsakkus bis zu 5 aufstocken, das heißt bis zu 9,6 kW. Das macht das System derzeit einzigartig auf dem Markt. Wir sparen 902 Euro im Jahr, was ich auch sehr, sehr cool finde. Und wir haben ein massives Gehäuse, was sogar strahlwassergeschützt ist. Das heißt, wir können das System überall aufstellen. Was ich in den letzten Wochen gemerkt habe, dass seitdem ich die Solarbank 2 testen darf, ich so ein bisschen den Stromverbrauch tagsüber nicht mehr wirklich überwache, weil die Solarbank 2 macht das alles für mich. Durch diese Smart Meter Integration und dem Austausch unter 3 Sekunden tatsächlich, das funktioniert richtig gut, muss ich auf den aktuellen Stromverbrauch gar nicht mehr achten. Mit 3,2 kW komme ich mit Wärmepumpe aktuell durch die Nacht. Wir heizen zwar aktuell nicht, aber für die Warmwasseraufbereitung reicht das vollkommen aus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Like das Video, Abo nicht vergessen. Schreibt mir eure Meinung zur Solarbank 2 und bis bald.